Mehr als 1000 Tote sind in Minami Sanriku bislang geborgen worden. Mehr als 8000 Menschen werden noch vermisst. Nach dem Beben und dem Tsunami ist in der Stadt im Nordosten Japans nichts mehr, wie es war. Die Hälfte der Bevölkerung wurde durch die Naturkatastrophe ausgelöscht. 2 Tage lang hat Tomeko Sato nach ihrer Tochter gesucht und sie gefunden. Jetzt forschen sie zusammen nach weiteren Angehörigen. Wir vermissen 10 Angehörige. Ich konnte keinen Kontakt zu ihnen herstellen. Ich mache mir große Sorgen um sie. Bereits vor 50 Jahren wurde der Ort von einem zerstörerischen Tsunami getroffen. Seitdem gab es Absperrungen zum Meer hin, doch die hielten den 10 Meter hohen Monsterwellen nicht stand. Die Leute haben gedacht, sie wären hinter den Barrieren sicher. Aber dieses Mal war der Tsunami viel länger und doppelt so stark. Es gibt nur noch eine geringe Chance, Überlebende zu finden. Doch die Rettungskräfte suchen weiter. Nach 72 Stunden gibt es keine Überlebenden mehr. Aber beim letzten großen Erdbeben in Sichuan in China wurde jemand nach 100 Stunden lebendig gefunden. Also gibt es noch eine kleine Chance. Die Überlebenden von Minami Sanriku kampieren in einer Schule. Einige von ihnen haben noch immer nicht begriffen, was passiert ist. Aber schon bald müssen sie anfangen, die Stadt aus dem Nichts wieder aufzubauen.